So. Weiter geht's. Ich überlege gerade, ob wir den Kühlschrank hier hinten hin versetzen, mit einem Durchgang durch Etiennes Zimmer, was ja dann da oben wäre, Etiennes Zimmer, aber dass wir hier den Kühlschrank hätten. Was wir da unten dann reinbauen, weiß ich noch nicht, aber irgendwas wird sich da schon finden. Kommunikationszimmer, großes, riesiges, könnte man sagen. Dann hätten sie nämlich nicht so einen langen Weg bis zum Tisch. Und dann bräuchte ich nicht Angst haben, dass die jedes Mal im Stehen essen. Und das machen wir auch. So, dann haben sie erstmal zu tun. Habe ich gerade eine Benachrichtigung bekommen eines Kommentares. Und zwar letzte RimWorld-Folge Staffel 1. Die Staffel war sehr lustig, hieß es, der gute Etienne. Ja, freu dich auf diese. Du armes kleines Kind. Getrennt lebend. Zebra hat ein großes Zimmer weggenommen mit dem tollen Alpaka-Ledersessel. Okay, dem schlechten Alpaka-Ledersessel. Wir haben hier gute Betten, das überlegene Betten, das gefällt mir. Wurde Panda jetzt eigentlich schon behandelt? Ja, ne? Ja. Es ist für uns noch warten. Ich werde mir mal wieder ein bisschen hier bequem zurücklehnen. Das tut, glaube ich, meiner Schulter gerade etwas besser. Ja. Diese Schmerzen. Und werde hier oben mal so, 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 nee, so und hier so. Und eigentlich können wir ja schon mal. Nee, können wir nicht, weil dahinter die Zimmer noch nicht sind. Aber das ist okay. Wir können aber die Böden schon mal als Holzböden deklarieren. Roy, was macht ein Roy? Essen. Verarbeitete Schlackgebrochen zu Metall. Haben wir jetzt eigentlich ein bisschen was an Eisen? Nee, das wird ja immer sofort gleich Stantepete weg. Sonneneruption. Alle elektrischen Geräte fallen aus. Schön. Stell dir mal vor, das passiert, wenn wir mal überfallen werden. Orbitales Funkfeuer. Schlechte Laune. Etienne. Etienne, mach doch was Schönes. Wurde beleidigt, es ist heiß, es ist die Umgebung. Ich glaube, das nächste, was wir machen, ist hier diese Teppiche erforschen. Roy ist am Forschen. Das freut mir ja. Für den Hightech-Labor-Tisch. Fehlen uns ja Bauteile und nicht irgendwie was Stahltechnisches. Bau erstmal hier das hier ab. Hilda. Muss jetzt über die gesamte Map tigern. Hier sind auch noch Bauteile. Wollte sie nicht so weit laufen. Hilda hat sich gerade gesagt, nö. Auf die Entfernung hörte sich das gerade lustig an.
und er ruht sich jetzt aus. Hilda hat jetzt keinen Bock mehr. Kann man Bauteile eigentlich auch irgendwie selber herstellen? Nicht mit dem Steinmetztisch. Waffen einschmelzen. Ja, du kannst auch erstmal die Waffen einschmelzen. Mir ist das egal. Hauptsache, der Mist kommt weg. Bauteile. Ich höre es die ganze Zeit nur hinten. Ratatatatat, ratatatatat. Weil bei mir, wie gesagt, gebaut wird. Ich hoffe, dass euch das... Strom an, Männer! Anfisa habe ich nie bestellt. Chandra brauche ich noch. Und Panda hätte ich gerne noch. Zebra. Betätige diesen Schalter und zwar jetzt. Schneller. Betätige ihn schneller. Betätige ihn noch schneller. Betätige ihn so schnell, dass die hier Lichtgeschwindigkeit... Von der Seite ist echt knapp. Boah, geil. Killer Biber. I like. Ist das unser? Kann ausgeschalten werden. Könnt alle machen, was er wollt. Muss angeschalten werden. Sind ja ein schönes Stück bis rum. Da haben sie ja ein bisschen zu tun. Zebra. Ach, Panda macht das bereits. Die sind schon ganz schön weit, Panda. Normalerweise hätten wir da ja 4 von. Strom kann wieder aus. Chandra legt sich neben die Leichen und schaut gen Himmel. Danke, Chandra. Du zeigst uns, was Leben heißt. Oh, sehr schön. Ach, Mensch. Schaut euch das mal an. Ich werde gleich mal die erste... das hier ganz wegmachen. Können wir hier die Mauer reinziehen, dann hat endlich unser Guter wieder sein Zimmer. Dass es groß genug wird. Irgendwie von hier also an, runter bis hier. Alternativ bauen wir das Gefängnis um und irgendwo hier hin. Was ich auch überlegt habe, hier den Gemeinschaftsraum zu vergrößern. Das
können wir auch machen. Dann haben wir nämlich auch die Holzwände so langsam hier weg außen auf der einen Seite. Zumindest innen bei uns. Das Hühnereier? Hühnereier. Sehr schön. Was macht Roy? Verarbeitet Waffe zu Metall. Das hört sich an, als würden die das Zeug schreddern. Chandra hat eine Fressattacke. Das kennen wir ja von ihr. Ah, die verarbeiten das gar nicht zu Metall, sondern zu dem Ausgangsmaterial. Egal welches das sein mag. Ja, dann machen wir das mal wie folgt. Das hört sich immer noch so an, als würden die das schreddern. Boden wollte ich noch bauen. Ist schon Holzboden. Ach schön. Was ist hiermit? Da noch nicht, seht ihr? Etienne hat schlechte Laune. Ja, ich kann das nicht ändern, dass du verlassen wurdest, mein Lieber. Ich würde ja Bier machen, aber der Hopfen ist noch nicht fertig. Kann ich nicht ändern, mein Lieber. Der macht hier erstmal die Silberböden. Das ist ja ganz wichtig, also die sterilen Fußböden. Muss ja auch weg, weil das kann als Deckung dienen. Ja, mal schauen, was da passiert. Mit dem Mufalo. Dem fiesen und gemein. Chandra hat aufgehört, sich wie ein Schwein voll zu fressen. Schön, Chandra. Bin stolz auf dich. Oder wir machen einfach nur die zwei weg und haben dann hier so einen Dreier. Drei Gefangene, wer braucht denn mehr? Machen wir das nämlich so. Flap, flap, flap. Wir müssen hier noch das Ding abreißen. Machen hier noch eine zweite Wand hin. Jetzt für unsere Sicherheit zwar nicht so schön, da müssten wir die Wand hier verlegen nach da. Aber das sollte ja auch nicht das Problem werden. Reißen. Abreißen. Abreißen. Können so lange im Hintergrund schon mal weitermachen. Abreißen. Die beiden. Und die Temperatur regulieren wir dann hier in die total falsche Richtung, weil ich ein Depp bin. So.
Dann wir nehmen hier den Kühlschrank. Dann müssen sie zwar hier ein Stückchen laufen durch den Flur, aber ich finde, das macht nichts. Aber wir können schon mal das hier abreißen, das hier abreißen. Also nicht die Taglinie, sondern das hier. Und theoretisch. Das ist aber nicht das verrückte Buffalo, ne? Nee. Theoretisch können wir nämlich dann auch schon das hier abreißen. Und Etienne, sobald du wieder hier bei unter den wachen Lebenden weilst. Hier nicht vergessen. Was man auch schon machen kann, ist die Böden in Auftrag. Die haben echt viel zu tun, das tut mir ja fast schon leid. Ich hatte schlechte Laune. Etienne, na wie kommt das denn? Tut mir leid, wenn du den... Ja, das würdest du gerne abreißen, ich weiß. Das macht dir Spaß. Sachen jetzt kaputt machen, ist jetzt lustig. Das kann ich mir vorstellen. Ganze ein Bauteil. Ah, cool. Oder haben wir ganze ein Bauteil? Ich verwechsel das im... Hä? Anzahl der Gegenstände, die Kolonie zum Handeln hat. 71, ja. Ich möchte den einen Bauteil und gebe euch dafür diesen Kurzbogen und jenen Pilawurfspeer und diesen Kurzbogen und nehme dafür diesen Dreifachraketenwerfer. What the fuck? Nimm das, die Medizin. Auf alle Fälle die Medizin. Das Bier brauchen wir nicht, aber die Medizin. Timberwölfe. Wären die nicht so teuer, ne? Wir haben 577 Silber, das ist okay. Granaten nehme ich auch ungern. Nehmt mal die Granaten noch. Weil die machen nur kaputt. Das nehmen wir so hin. Ach, sehr schön, Chandra. Du machst das. Wer schlechte Laune, Etienne, ne? Wer schlechte Laune, Etienne, ja. Betet. Auf besseres... Betest du für besseres Wetter, oder? Böden. Was haben wir denn hier? Kalk. Dann machen wir hier halt... Kalksteinböden hin. Ja, Etienne wird sich freuen. Wir machen es erstmal so. Aber sie können schon mal anfangen, finde ich ja. Ach, die haben gerade so viel zu tun. Ich werde sie jetzt erstmal in Ruhe lassen. Die werden jetzt erstmal basteln vor sich hin. Außer der hier. Der wird nämlich freigelassen, sobald wie möglich. 99%, das ist mir nichts. Ich will jetzt ewig mit dem... So, in guter Verfassung, oder? Ja, 15 verbessert und zwar mit vom Hai.
Vom Hai ist jetzt bei 23. Die greifen uns andauernd an, kann das sein? Ja. Wer hat Hunger? Panda. Ja, Panda, du sollst das nicht bis zur Vergasung machen. Meine Güte. Panda, mein Lieber, das ist Quatsch, was du da tust. So ganz kadavertreu musst du mir nicht sein. Ist das ein positives? Starker Schmerz? Natürlich nicht. Das wäre ja mal was, wenn da was Positives passieren würde. Ich komme hier gerade nicht wirklich zu irgendwas. Ah, ja, meine Güte. Wir bauen hier erstmal noch ein Holzgedöns hin. Spiel Billard mit Chandra, genau. Etienne und Chandra, das wäre auch ein gutes Pärchen, oder? Das wäre lustig, wenn meine Zuschauer sich hier im Let's Play zusammenkommen würden. Promofleisch finde ich gut, Stahlschlaggebrochen finde ich gut. Zebra hat einen Zusammenbruch, Fressattacke. Wie kommt das denn? Psychisches Brummen. Ah! Ah, da haben sich gerade beide verlustiert. Ich habe es genau gesehen. Entfernt Dreck, das finde ich gut. Baut Gebiet an. Macht nicht Hilda sowas? Kannst du bitte erst den... Amphisa ist kein Koch. Zebra ist unsere Köchin. Ja, sie kann sich Zeit lassen. Alter. Hühnereier. Ohne Ende. Hühnereier. Panda. Holt fleißig die Hühnereier. Kannst du... Endlich innen. Hier ist endlich fertig. Neu installieren hier unten. Was macht Zebra eigentlich? Sie spaziert. Sie ist einfach bloß... Oi, was ist bei dir los? Also ihr könnt weitermachen, ich wollte nur was gucken. Aber abends sehe ich hier auch momentan so schlecht, weil die Sonne gerade genau so durch mein Fenster scheint. Auch wenn die Gardine davor ist, dass ich nichts sehe. Hilda hat eigentlich noch zu tun mit Abbauen, ne? Ich hatte echt viel zu tun gerade mit Abbauen. Panda, schon wieder wach. Die Dinger sind gut, hätte ich nicht gedacht. Exzellent sogar. Schäbig schlecht. Ja, Etienne, du musst darüber hinwegkommen, dass Zebra dich verlassen hat. Such dir eine neue. Ich sag's dir. Es sind genug Weiber da. Du hast die breite Auswahl. Ich weiß, Roy ist jetzt ein bisschen alt. Zehn Stahl. Bauteile haben wir jetzt langsam, ne? Zebra, was macht du? Koch eine leckere Mahlzeit. Das ist schön.
Ich warte mal, bis du zurückkommst, weil du irgendwas trägst. Trumbofleisch. Ich bitte dich, bitte schlachte erstmal den Müll hier weg. Hilda, wo kamst du denn gerade her? Von hier oben? Nee. Tien ist fleißig, wie immer. Wie konnte Zebra dich nur verlassen? Ich verstehe es nicht. Was ist gerade? Ah, das psychische Brummen hat aufgehört. Ja, dann hätten wir hier keinen Strom. Machen wir trotzdem mal so. Man könnte auch drei Doppelbetten hinbauen. Vielleicht sind die ja beliebter. Ach, ich weiß es nicht. Schlecht. Reisen wir ab, bauen wir neu. Wir haben ja genug Betten. Ist ja nicht so, als wären wir darauf angewiesen, jetzt unbedingt diese Betten da zu haben. Reisen wir ab, bauen wir neu. Das war hier Kalkstein, ne? Ja. Das ist Kalkstein, machen wir. Ich habe hier gerade überall nur Großbaustellen. Da hätte ich vielleicht eins nach dem anderen machen sollen, aber ihr wisst ja, wie ich da so bin. Und hier noch und da noch und Insektengelee. Lecker, yummy. Panda, du bist hoffentlich hier am Essen tragen, ne? Aber das hält noch eine Saison. Von daher kannst du dir noch ein bisschen Zeit lassen, das stimmt. Ja, mehr Licht. So, jetzt Granitbetten. Wir haben gar kein Granit mehr. Wir haben aber noch Schiefer. Dann machen wir halt Schieferbetten dazwischen. Meine Güte, ob das unterschiedliche Betten sind, das ist den Leuten doch egal. Etienne ist ganz verwirrt, dass man ihn verlassen hat. So viel Stahl, Schlackebrocken sind es gar nicht mehr, die wir hier haben. Liegen hier noch irgendwo welche rum, von denen ich gesagt habe, ach nö, lass mal. Hier liegen zwei. Da hinten. Hier liegen noch ganz viele. Viel zu tragen haben sie gerade. Da wird der Panda rotieren. Ja, der trägt Stahl entfernt, Dreck. Der ist am Rotieren. Das überrascht mich wenig. Das werden wir hier neu arrangieren.
Wir wollen jetzt hier mal einen Jadeblumentopf. Wer hat Hunger? Wow, Etienne, zieh dir was an, meine... Oh Gott. Ich meine ja nur, wäre es nicht sinnvoll, dir eine Hose drüber zu ziehen? Überlegen finde ich ja schon viel schöner. Upsa. Ja, Etienne dreht gerade durch. Chandra ist fleißig. Das Gute an den Dingern ist... Boah, Kartoffeln ohne Ende. 241, aber die Stahlschlacke brauchen gefallen mir halt am besten. Wo entfernst du Dreck? Da. Aber ich habe hier schon eine Aufgabe drin, ne? So mit Sandstein und so. Produziere x-mal. Ne, produziere mal für immer. Das ist ja jetzt eh keine Stahlschlacke-Brocken mehr. Strukturen, ich brauche nämlich... Nee. Sandstein. Also, aber das Bett und so kann ja schon mal gemacht werden. Granit und Schiefer ist genug da, würde ich sagen. Machen wir mal ein Granit... Nee, nicht ein königliches. Ein Granitbett. Eine Besuchergruppe. Eine Lampe und eine Marmorvase. Dann können wir sagen, hier neu installieren, dahin. Hier neu installieren. Nochmal hier hin. Dann haben wir das erstmal ein bisschen sortiert und geordnet da. Das ging ja schnell. Etienne hat sich umgezogen. Jetzt hat er ein Kamelhaar-Kragenhemd und eine Stoffjacke und eine Stoffhose und alles schäbig. Wow. Mir reichen tatsächlich 5 Küken. Erstmal so. Henne, wie viele Hähne haben wir denn? Hahn. In Hahn können wir mal noch opfern. Und dann werden die alle weggeschlachtet. Alles weggeschlachtet wird. Ich weiß nicht, besser, wenn wir warten, bis sie erwachsen werden. Aber das ist mir echt zu viele. Das ist doch... Ja, okay, vielleicht... 10. Dann warten wir, bis sie erwachsen sind und dann schlachten wir die Alten weg. Mhm.
wir haben auch keine ruhige Minute. Messer. Aus Jade. Aber Schutzwesten, die ich den Leuten dann anziehen kann. Gut, dann brauchen wir einmal hier den Strom. Etienne, wo hast du deine Waffe liegen lassen? Etienne, du weißt, dass es wichtig ist, dass wir unsere... Wo ist denn das? Etienne? Selbstschussanlagen sind eingeschaltet. Unsere Gräber sind aber voll. Die werde ich machen, wenn der Überfall vorbei ist. Der Angriff startet. Komm mal hier rüber. Nur for safety die Riesens und so. Die haben doch ein Schutzschild. Energieschild. Ist toter Mensch. Nein. Etienne. Zieh dir das mal an, das Energieschild. Kann man das aufladen? 0 von 70. Weiß es nicht. Muss er da irgendwie... Hast du eigentlich eine Hose an? Kann man auch irgendwie Rasen anbauen? Die fressen hier alles weg, die Viecher. Fieser baut. Und Fieser. Ah, jetzt brauchen wir natürlich Strom. Vielleicht reicht das ja. Nehmen wir an, Etienne hat schlechte Laune. Etienne. Ach, 70 von 70. Jetzt hat sich's wieder aufgeladen. Sei doch froh, dass du das erzwungen. Zebra hat sich von mir geschieden. Ja. Du kriegst ein neues Zimmer und dann wird alles wieder gut. Ja, guck mal. Wir installieren das neu. Nach da. Ach nee, da ist schon alles gebaut. Wir installieren das nicht neu, du kriegst alles neu. Wie von Anfang an geplant. Wir sind schon überfällig. Machen hier ein Päuschen, sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.